Hallihallo. Nach der letzten Doppelrunde, wo ich ja ein bisschen abgekackt hatte. Hoffentlich geht's diesmal etwas besser voran. Ich nehme das ja zum Nachhinein auf, auch wenn ich eigentlich eine Pause machen wollte, aber Schurke, ungewertetes Spiel, ihr kennt ja das Spiel schon. Für Leute, die es nicht wissen, ich spiele bis zum Fluch von Naxxramas jeden Helden einmal. Einmal mit dem Basisdeck bei ungewertet, einmal mit einem eigenen Deck bei gewertet. Und das mache ich so lange, bis halt Naxxramas raus ist. Und dann, also draußen ist, und dann werde ich Naxxramas spielen. Diese Kampagne, die dann kommen soll. Und sobald ich mit der ersten Stage fertig bin und mir die anderen Stage kaufen soll und nicht genug Gold habe, werde ich noch das weitermachen. So, kurz zusammengefasst. Ufer gegen Ufer. Das wird jetzt interessant. Sechs Leben wiederherstellen, nicht unbedingt. Brauchen wir hoffentlich am Anfang noch nicht. Das ist jetzt so viel besser. Meine Güte. Vielleicht ein Dino. Ich brauche drei Mana. Drei Mana wäre so eine super Kombi. Ich glaube, im nächsten Zug spiele ich dann das und dann im übernächsten diese Kombi, weil das kann sehr, 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 sehr gut werden. Sehr gut. So. Was hat der jetzt vor? Wahrscheinlich das gleiche. Außer der hat jetzt die super Ultra-Karte. Nein, natürlich nicht. Hat er nicht. Warum denn auch? Oder will ich das darauf verschwenden? Das ist ja eigentlich recht gut. Von der Theorie her. So. 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 Ich meine, das ist kein schwacher Diener jetzt. Insgesamt kann er mindestens zwei Schaden einstecken. Und er kann vier Schaden austeilen. Das wären vier Zweier. Also genau der hier. Aber ohne den Kampfschrei. Okay. Deswegen die Münze. Gut. Das war gut von ihm. Ja. Warte, was macht er? Ansturm. Perfekt. Perfekt. Dann im nächsten Zug die hier oder den? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich brauche lieber eine Karte. Ich lasse es davon abhängen, was ich in der nächsten Runde ziehe. Aber ich glaube lieber die hier. Ja. Weil es kann mir nämlich später noch nützlich werden. Und ein Card Draw ist doch nie verkehrt. St. Bernard. Klingt wie irgend so ein katholisches Klosterinternat. Wenn ich ehrlich bin. Also, katholisches Klosterinternat. Wie geht's denn dir? Verursacht zwei Schaden und dann würde ich sagen, reiten wir noch. Oder? Ja. So. Und jetzt die hier. Und den. Perfekt. Mit dem hätte ich den auch erledigen können, aber wenn ich schon so einen Kampfschrei besitze. Nicht schlecht. Dafür habe ich auch noch den. Ein Geheimnis für ein Mana. Warte, ich muss mir wirklich mal auswendig merken, wie die Geheimnisse sind. Verursacht einen Schaden, das ist eigentlich perfekt gerade. So. Okay. Macht mir auch nichts. Weil jetzt kann ich den Anstürmer spielen. Im Endeffekt wäre es andersrum natürlich schlau gewesen, aber scheiß drauf. Was passiert ist, ist passiert. Ich muss mir wirklich mal die Geheimnisse auswendig merken, weil es ist sehr, sehr praktisch, wenn man das kann. Weil die Geheimnisse haben ja verschiedene Mana-Stellen. Die meisten haben halt Kosten insgesamt. Wie viel war das?
Ich glaube 3 Mana. Und ja. Ich könnte jetzt. Also wenn ich den jetzt spielen würde, dann könnte ich mit dem hier den ausschalten. Und mit den beiden den da. Aber der hier wird nicht lange leben. Außer ich gebe ihm Gottes Schild. Dies gute Sealed wäre nicht schlecht. Also, zwei verschwende ich auf. Ah. Ich glaube, ich mache es so. Und jetzt gehe ich auf den hier. Und so. Weil so bringt der Gottesschild was, weil er nur einen Diener hat. Sonst hätte er zwei Diener, mit einem könnte er den Gottesschild zerstören, mit dem anderen würde er dann den da angreifen. Aber so habe ich mal mein Gottesschild geschützt. Puff. Nicht schlecht. Der ist Specht. Aber ich habe ja auch einen Spotter, den ich spielen kann. Und spielen werde. So. Im nächsten Zug macht er dann wahrscheinlich mit den beiden den da fertig. Das hätte ich zumindest gemacht. Oder er greift mit dem hier den an und dann so. Das wäre auch eine Idee. Also ich muss den Gottesschild von dem zerstören. So, Gottesschild zerstört bei beiden, aber dafür kann er nicht mehr den Gottesschild aufopfern, um den hier zu töten. So habe ich jetzt meinen genialen Plan entwickelt. Ich hoffe, der Plan wird nicht schieflaufen. Aber ein spannendes Ründchen, St. Bernhard, du katholisches Klosterinternat. Fuck. Fuck, 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 die fuck, fuck. Fuck, fuck. Das katholische Klosterinternat macht uns fertig, darf ich das sagen? Ja, ich darf das sagen. Ich hätte den auch noch, aber warum musstest du einen haben? Das ist so fies, das ist so fies, das ist so fies. Puh. So. So. In den Krampf, wenn schon. Oh, fuck. Well, I'm fucked. Ach du Scheiße! Okay. Also Leute, lernt daraus. Don't fuck with katholisch Klosterinternat. Ach du Scheiße. Das tat weh. Das tat sehr weh. Meh. Ja. Ich glaube, mein Paladin-Deck muss ich nicht am Ende dieses Parts. Warum gehe ich auf Packung öffnen? Ich will zu meiner Sammlung. Ich glaube, Paladin-Deck muss ich nicht designen, weil das ist schließlich mein Let's Play-Deck gewesen. Gibt's da vielleicht irgendwas, was ich raushauen kann? Voodoo-Doktor. Demut. Fußsoldat von Goldhain. Ist eigentlich auch eher weniger wichtig. Schildträger kann sehr gut werden beim Buffen. So. Das kann praktisch werden. Und das auch. Okay. So. Mal ein bisschen umgeändert, vielleicht auch zum Schlechteren. Auf Wiedersehen, Leute, euer Sandaron.